Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Rückblickvideo der Racing League der WM 2017-2018. Was für eine fantastische Saison die Racing League hier erlebt hat, das ist gar nicht mit Worten zu beschreiben. Ich habe aber hier dennoch mal versucht, ein paar schöne Bilder mal zusammenzufassen. Hier im Bild haben wir auch mal die Champs aus allen drei Ligen, der ersten drei vor allen Dingen. Da Gratulation auf jeden Fall an euch alle und allerdings natürlich auch an die ganzen anderen Fahrer, die hier mit dabei waren. Es war wirklich eine tolle WM. Ich will jetzt auch gar nicht so viel reden. Ich werde auch gleich mal übergeben an New York in der Kommentatorenkabine. Der wird hier gleich noch mit ein paar Leuten aus einzelnen Ligen ein kleines Gespräch führen, die mal ein kleines Fazit geben, wie sie die Saison so erlebt haben. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und gebe über das Wort jetzt an New York. Jo, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Mega-Highlight hier am Ende der Saison. Abu Dhabi ist jetzt rum, alle Rennen sind gefahren und wir haben hier noch jeweils drei Fahrer repräsentativ für ihre Ligen rausgesucht. Einmal hier Jan Erik, Julian R. und Trolljammer. Und da würde ich sagen, ja, fangen wir da auch gleich mal mit Julian R. an. Ja, erster Platz in Liga 1. Wie fühlst du dich? Boah, was soll ich sagen? Top natürlich. Das war ein langer Kampf mit Muscom und Groß 1 Gamer, aber ja, letztendlich hinten raus haben die beiden ein bisschen geschwächelt und das konnte ich relativ gut ausnutzen. Und jetzt kann ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin damit und wie gesagt, freue mich auf die nächste Saison. Hört sich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht an. Und ja, jetzt zurückblickend auf die Saison, hast du irgend sowas, das dir so im Kopf geblieben ist, ein gewisses Highlight, Rennen, Überholmanöver, irgendwas Bestimmtes? Manöver vielleicht? Vielleicht auch sogar gegen irgendeinen ja, Rivalen in der Hinsicht, wenn es als damals noch um die WM ging? Was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, jetzt von Brasilien war das, glaube ich, da ging es um den Sieg gegen Basti. Da ging es auch über mehrere Runden am Ende raus, halt zwischen Platz 2 und Platz 1. Und dann habe ich mehrere Versuche gestartet. Er hat es sehr gut verteidigt, muss ich gestehen. Und dann am Ende, ab der langen Geraden, habe ich es dann doch geschafft. Und wenn man das so sagen will, war das dann wirklich die Vorentscheidung für die WM, weil da konnte ich den nötigen Abstand zu Nussbaum legen. Also für mich auch ein Entscheider, sozusagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also das heißt, somit in der Hinsicht war doch auch noch ein positives Highlight in der Saison. Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Mehrere. Ja, wo du gerade schon ansprichst, mehrere. Ich meine, vielleicht noch irgendein gewisses Überholmanöver, irgendwo, wo eine bestimmte Strategie raussticht, die du noch in Erinnerung hast. Ich meine, ja, löse dich mal ein bisschen, erzähl uns was. Erzähl uns über deine Saison, gewisse Überholmanöver, irgendwas. Ich meine, du bist doch nicht da und fährst jedes Rennen. Ja, mei, jetzt hocke ich hier, dann fahre ich halt. Oh, ich würde einfach die Saison im Generellen erstmal so betrachten. Ich hatte viele Auf und Abs am Anfang. Ich lag relativ weit zurück, auch durch Lecks bedingt, eigene Fehler. Und dann generell halt in der zweiten Saisonhälfte davon. Ich glaube, von Platz 5 bin ich gekommen. Dann das Ding noch so zu drehen. Kann ich schon stolz drauf sein, würde ich sagen. Und auch von strategiebedingt das letzte Rennen in Abu Dhabi, da ging es halt auch 2 Stopp gegen 1 Stopp gegen TZ. Da habe ich auch mich für die 1 Stopp entschieden, was ist letztendlich die richtige Entscheidung war. Auf der Strecke hätte ich ihn nicht gekriegt, aber so noch ein Sieg mehr für mich. Nicht schlecht auf jeden Fall. Dann würde ich eigentlich auch sagen, fangen wir gleich mit dem nächsten Kandidaten an, der wahrscheinlich auch schon sehr sehnsüchtig wartet. Trolljammer, ich grüße dich. Ja, hallo. Servus. Ja, hi. Mehr oder weniger glücklich bzw. unglücklich, was ist jetzt schlussendlich deine Ausgangssituation? Was meinst du? Ja, also auf jeden Fall glücklich für die erste Saison, dann 2. Platz noch rausholen. Das ist nach einem Abstand zum 2. Platz Mitte der Saison von, ich glaube, 40 Punkten irgendwie, ist das noch ganz ordentlich. Auf jeden Fall. Und ja, hatte halt ein paar Rennen, wo ich ein bisschen geschwächelt habe. Da ist mir in Erinnerung geblieben Kanada und Russland, wo ich dann auf der Geraden schön in die Wand gefahren bin. Oh, einfach schade, die, schade. Ja, da hätte ich dann 2 Siege noch mehr. Hätte der wahrscheinlich dann noch im Kampf mit Ava um die WM halt drin gewesen, die letzten Rennen. Aber so habe ich dann halt noch aufgeholt und wurde noch 2. Ja, lass mich raten, die World of Champions ist es gewesen. Nein. Es war davor? Auf der, ja, auf der davor. Ja. Ja, auch eine tricky Kurve, muss man sagen. Kann man leicht die Traktion verlieren.
Ist schade auf jeden Fall, aber naja, wie du es selber schon gesagt hast, ist ein gutes Comeback auf jeden Fall gewesen. Und ich meine, klar, natürlich, man will schlussendlich immer das bessere Ergebnis haben, beziehungsweise waren wir natürlich damit auch zufrieden, beziehungsweise zufriedener, aber ja, zweiter Platz nach so einem Comeback ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Also auch nochmal Glückwunsch an dich auf jeden Fall. Natürlich. Aber ich wollte auf jeden Fall mal wissen, wie fandest du das Fahrerfeld? Wie hat sich das im Laufe der Saison entwickelt? Wie fandest du jetzt gerade die letzten Rennen im Vergleich zu den ersten? Was hat sich da am meisten geändert und was meinst du, kann sich denn vielleicht noch in der Liga verbessern? Wie fandest du überhaupt die WM? Das sind so Fragen, die mich auch mal brennend interessieren, jetzt wo ich dich hier gerade mal so spreche. Okay, also grundsätzlich die Liga an sich, die gefällt mir super. Am Anfang ja, war es immer noch so ein bisschen schwer mit dem Fairplay. Manche haben da halt sehr wenig Platz gelassen, aber gegen Ende hin, jetzt die letzten Rennen, da war immer Spannung drin, immer sehr faires, aber auch hartes Kämpfen. Auch mit Leuten, die auch so mitten in der Saison erst dazugekommen sind, die sich dann sehr schnell eingelebt haben, sage ich jetzt mal so. Und auch dann jetzt die letzten Rennen super Kämpfe gegeben haben. Was sind für dich so Fahrer, die wirklich die Liga wirklich ausmachen? Also mit denen du jetzt die gesamte Zeit, ich meine, wenn man sich das mal überlegt, das war jetzt fast ein halbes Jahr, dass wir hier schon wirklich miteinander zusammenfahren. Mit welchem Fahrer hattest du hier wirklich deine Highlights, sag ich mal, erlebt? Und was findest du, macht diese Fahrer einfach an sich als Mensch oder vielleicht auch eben als Fahrer eben aus? Ja, also zuerst würde ich jetzt mal sagen, Ava, der Erster geworden ist auch in der WM, der hat, ich glaube ab Kanada hat der richtig aufgedreht und ab da hat der fast nach Belieben dominiert. Aber jetzt mit den Fahrern, mit denen ich am meisten gekämpft habe, das war auf jeden Fall Epster, das hat sich über die ganze Saison gezogen. Genau wie mit meinem Teamkollegen Sascha, wo es immer Rennen gab, wo der eine mal besser war, dann der andere. Und gegen Ende der Saison gab es noch Terrorzwerg, mit dem ich sehr viele faire und auch gute Fights hatte, der auch sehr viel an Pace dazu gewonnen hat und auch langsam an das Tempo der Spitze dran kam und auch mithalten konnte. Ja, einfach so ein bisschen auch außerhalb jetzt vom Spiel so ein bisschen miteinander reden konnte und so weiter. Also war schon ganz lustig und auch, ja, ich meine, schlussendlich das Ergebnis, den Titelkampf mit Vietzes bis zum letzten Rennen hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, gut, der hat sich dann am Ende leider rausgesetzt, hat es verloren, aber ja, es gab immer wieder große Herausforderungen, sowohl strategisch, auch oft aufgrund von Regenwetter, als auch dann, ja, Entscheidungen, die du spontan treffen musst. Also, weil man halt auch nie wusste, wie schnell die eine oder andere Person auf der Strecke ist, weil sich auch die Leute gut weiterentwickelt haben. Luca beispielsweise, der auch mitgefahren ist, ist am Anfang doch eher im Mittelfeld, vorderen Mittelfeld gewesen, hat dann auch, als er zum Lenkrad gewechselt ist, einen ordentlichen Schub gemacht, ist dann vorne mit dabei gewesen. Es gab Fahrer wie Marco FCB, die zwischenzeitlich richtig gut gewesen sind, vorne mit dabei gewesen sind, dann wieder ein großes Tief hatten und so weiter. Also es war sehr unberechenbar, was das Ganze aber auch wirklich sehr spannend gemacht hat, weil man war sich wirklich nie sicher, wie es schlussendlich aussieht. Und das hat das Ganze halt wirklich, würde ich sagen, so nochmal mitdefiniert. Super, also hört sich wirklich klasse an. Also ich würde jetzt auch mehr mal das einfach mal dreisteshalber erlauben, das Schlusswort jetzt hier auch sozusagen. Und das auch ein bisschen. Ja, gerne. Ich möchte dazu noch sagen, als Hauptathlet von unserer Liga möchten wir natürlich gerne auch noch einmal von dir hören, wie es aus deiner Sicht gelaufen ist, Chris. Sehr gerne. Also ich kann zur Liga einfach nur sagen, es ist der blanke Wahnsinn, hier wirklich zu fahren. Also ich finde diese Leidenschaft einfach für diesen Sport einfach genial. Man merkt wirklich jedes Rennen, wie die Fahrer merken, jetzt wird spannend, auch gerade jetzt zum Schluss der WM, wo es jetzt wirklich teilweise, also in Liga 1 bis 3, wurden wirklich im vorletzten Rennen erst die Weltmeisterschaften vergeben, also erst die Kronen. Und genau das sind diese Highlights, die es einfach wirklich ausmachen und auch wirklich diese Freude eigentlich wirklich für alle bringen. Die Liga hat sich einfach so enorm weiterentwickelt, finde ich, für meinen Teil. Es sind wirklich sehr, sehr gute Fahrer auch mit dazu gekommen. Und natürlich ist es ganz normal, dass natürlich
vor lauter Leidenschaft auch mal hier mal da es mal kracht und man natürlich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so begeistert ist, aber man hat aber auch so viele, viele Freudensprüche gesehen und ich habe auch so viele Texte gelesen in den WhatsApp-Gruppen, wie fröhlich die Leute wirklich waren über die Erfolge, die sie hier geleistet haben. Und ich finde, das ist genau das, was es ausmacht. Und ich hoffe, dass wir genau diesen Schwung auch in die neue Liga mitnehmen. Jetzt haben wir ja wirklich tolle neue Fahrer mit dazu bekommen. Wie gesagt, eine Liga hat sich ja hier auch mit aufgelöst und sich uns angeschlossen. Und da sind Leute mit dabei, die haben wirklich sehr, sehr viel Erfahrung auch. Und ich denke, wenn die nächste Saison jetzt hier mit in den Liga 2, 3 und 1 auch teilweise mit einsteigen, da sind ja Leute, die haben wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm mit dabei, aber die werden Halleluja auf jeden Fall auch mit um die WM-Krone auf jeden Fall kämpfen und somit wird es in jeder Liga, das kann ich jetzt garantieren von den Ergebnissen, die ich bisher gesehen habe, der Wahnsinn. Also es wird sicherlich so sein, dass Liga 1 und Liga 2 sich vielleicht nicht mal eine Sekunde unterscheidet, Liga 3 auch nicht mal anderthalb, wenn es vielleicht hochkommt. Und sowas überhaupt auf die Beine zu stellen und aber auch, dass man so viele Leute an der Hand hat, die auch wirklich jede Woche mit dabei sind. Also ich finde, allen auf jeden Fall sollte man hier auf jeden Fall gratulieren für diese tolle Leistung. Ich bin froh, dass ihr alle da auf jeden Fall dabei seid und ja, ich kann es kaum erwarten, jetzt die neue Saison wirklich dann auch mal in Australien wieder im Auto zu sitzen und hier auf jeden Fall alles zu geben und um da wirklich noch ein paar Punkte mitzuholen. Ich weiß, die WM sich zu holen, also ich würde jetzt so schon sagen, dass ich jetzt kein schlechter Fahrer bin, aber ich muss jedes Rennen so kämpfen, damit ich überhaupt schon im Q2 nicht ausscheide. Und im Rennen ist es noch schwieriger, weil die Leute alle so konstant sind. Das heißt, du machst einen Fehler und bist sofort weg. Also es wird eine heftige Saison, nächste Saison, das weiß ich jetzt schon. Aber ich freue mich drauf. Ich bin ein Kämpfer und ich denke, viele andere von uns auch. Und genau das ist das, was es ausmacht. Und der Fairplay, die Zuverlässigkeit der Leute, das ist das, was mir besonders gefallen hat. Und wie gesagt, tolle nächste WM und ich denke, das war es jetzt auch an dieser Stelle erstmal so von mir. Davor gibt es aber noch mal einen Punkt. Es tut mir leid. Aber nee, gar kein Problem. Also das ist schön, dass du mich nochmal unterbrichst. Gerne kannst du das nochmal so sagen. Es geht ja nicht nur darum, alle einzelnen Fahrer zu loben, sowohl jetzt auch nochmal, dass wir wirklich auch verdammt schnelle Fahrer mit dabei haben, die auch wirklich immer in den Top 10 in den Ranglisten an Zeitfahren mit dabei sind. Aber es geht natürlich auch noch hier um dich. Du hast das Ding auf die Beine gestellt. Du hast es super gemanagt, dass es in den Ligen fair abläuft mit den Stewards. Du kümmerst dich wirklich um jede Liga auch nochmal. Also das ist auch was, da muss man sich die Zeit für nehmen und du opferst da so viel für und es ist einfach wirklich klasse. Und deswegen danke ich mich da auch noch Teil hier von der Racing League zu sein, weil wie du ja auch gerade eben schon erwähnt hast, bockt sich richtig. Es ist immer Kopf an Kopf und ja, so soll es auch sein. Also vielen Dank. Ja. Ja, gern geschehen, aber das ist jetzt, wie gesagt, also das bin nicht nur ich. Also man muss wirklich sagen, in jeder Liga haben wir ja mindestens zwei Leute, die die Rennleitung machen. Wir haben Sascha, der hier wirklich einen fantastischen Job macht, der sich Gedanken macht, wie man die Tabelle schön in Szene setzt oder die Webseite. Es ist auch wichtig, dass wir wollen natürlich auch bekannter werden. Wir wollen dieses Feeling, was wir alle zusammen haben, mit den anderen teilen. Deswegen, wenn euch das Video hier gefällt, dann bitte ich euch auf jeden Fall auch mal vielleicht einen Daumen hoch zu machen und uns zu abonnieren. Und die neue Saison, so viel kann ich euch schon versprechen, wir haben Streamer organisiert. Also hier wird euch auf jeden Fall eine Menge geboten werden und ja, da können wir uns wirklich drauf freuen, also für die neue Saison, es wird der Wahnsinn werden, also guckt einfach am besten, verfolgt uns einfach, viel mehr kann man hier wirklich an der Stelle, glaube ich nicht mehr sagen, oder? Nein, auf YouTube und natürlich auch auf Social Media, folgt uns, versucht nichts zu verpassen und ja, nächste Saison dürft ihr nochmal ordentlich was draufsetzen. Und wenn ihr natürlich Lust habt, vielleicht auch ein Teil unserer Liga mitzuwerden und wirklich einer fantastischen Community, ist das gar kein Problem. Ihr könnt euch auf unserer Webseite unter www.rl-f1.de, der Link wird sicherlich auch in der Beschreibung dann stehen, ja, bei uns einfach im Kontaktformular bewerben und wir werden euch dann auch antworten, sodass ihr dann auch einen unkomplizierten Einstieg bei uns haben werdet. Also wir freuen uns natürlich auf immer neue Unterstützung und ich denke aber auch, wie gesagt, die Fahrer, die wir jetzt schon haben, da man kann sich auch die Videos hier im Verlauf anschauen. Es wird jetzt auch in der kommenden Saison, wie gesagt, vieles weiteres noch erscheinen.
da hat man mal einen kleinen Eindruck zumindest, was bei uns hier eigentlich so jede Woche Sonntag so los ist. Das war's von mir. Gut, und danke auch nochmal vor allen Dingen hier an alle, die hier in der Party waren auch nochmal und hier nochmal ihr ein paar Wörter mit dazu gesagt haben. Und ja, in dem Sinne würde ich mich auch erstmal so verabschieden. Wir sehen uns bald wieder auf der Strecke. Macht's gut. Ciao.